Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Eve. Wir müssen jetzt durch diese Tür gehen, denn die hat sich geöffnet und... Nein, ich wollte nicht zurück. Falscher Knopf. Nice. Weinsofa, okay. Riesiges Weinglas. Geschnitten, diagonal und mit rotem irgendwas. Okay. Es sieht nicht daraus aus, dass es sehr komfort ist. Oder sehr, sehr bequem ist. Melancholie, Okay, er könnte uns die ganzen Worte erklären. Alles klar, okay. Nun gucken, wurden wir in this place. Wir würden nicht gerne in diesem Platz sein. Alles klar. Puzzle. Ein Skelett, was angemalt wurde. Mit jeder Farbe. Okay. Das sind nicht richtige Knochen. Feelings. Ach, irgendwas war doch mit einem riesigen Baum, ne? Scheiße. Was stand noch mal? Oben? Auf dem Baum oder so? Ich weiß es nicht. Eine Baumskulptur. Resemblance in person, okay. Das ist sehr clever. Wie kann man das ab? Okay. Das war hier nochmal über dem Baum oder so, war das nicht? Ja, genau. Was steht da? Smith? Amit? Snit? Irgendwas? Okay, ein silberner Ring. Ist das nicht ein Hochzeitsring? Weißt du, was wir damit tun müssen? Haben wir den jetzt eingesammelt? Ja, haben wir. Okay. Ja, wir müssen dem entweder der Braut oder dem Bräutigam geben. Das ist bestimmt auch irgendwie eine Entscheidung. Ich würde mal sagen, wir geben das der Braut. Wir machen den Ring ran. Ringfinger. Okay. Das können wir jetzt dieser Gestalt geben hier oben. Sind ja auch Blumen, ne? Ja, das hier. Den Blumenstrauß. Smelzen. Ah, es riecht super. Oh, das war gut, ja. Danke, danke, so sehr. Du kannst jetzt durchgehen, okay. Das nimmt. Los, nimm die Tür. Ich werde dich sehen, oder wir sehen uns. Eine unbalancierte Box, okay. Unbalanced, nein, unausgeglichene, so. Okay. Die Augen verfolgen uns. Irgendwas passiert dir gleich locker mit den Totenköpfen, oder? Hab ich mich gerade erschrocken, Alter. Was war das? Ein Bild, ja. Es ist verschlossen, alles klar. Kommt die auch raus? Nee, aber die hier, komm. Nee, keine. Okay. Was ist das? Erhangener Mann. Das war eins der Bilder in der Galerie. Den ganzen Körper. Okay. Moment, das Gesicht. Es sieht auch gar nicht gruselig aus irgendwie, ne? Aber wir müssen noch hier... Da war irgendwas, genau, auf den Klamotten. 5, 6, 2, 9. Oder 6, 2, 9, 5. 6295, weil der hängt ja falsch rum, stimmt. 6295, das müssen wir uns irgendwo für merken, bestimmt. Wofür, weiß ich nur noch nicht. Das ist auch zu, okay. Headless Nature. Hier irgendwo rein? How many paintings of women are here in this room? Okay, Moment. Zählt die dazu? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. 14. Ja, okay. Oh,
Okay, cool. Nicht das Display berühren. If my any strength to damage and exhibits, you may be okay, manche der Worte oder der Buchstaben sind missing. Wonderful days. Oh, wunderschöne Tage. Okay. Die Galerie ist wie ein gruseliges Amusement Park? Was? Wie ein gruseliger Park oder so? Ist mit vielen komischen Dingen. Es ist so viel Spaß, hier zu spielen. Es macht so viel Spaß, hier zu spielen. Der Tag war vorüber, bevor ich es realisiert habe. Ist das nicht ein fantastischer Ort? Warum kommst du nicht zu mir? Du wirst hier niemals alleine. Mit dieser ganzen Firma? Oder so? Ah, es ist fixed. Ah, okay, was war das? 6 2 9 5 Alles klar. Wait on the table. Ah, das ist, zeigt eine Vase auf dem Tisch, okay. Hier ist niemand, aber es fühlt sich so an. Ah, Moment. Oh, Mann. Okay, ich glaube, ich muss die Vase so hinstellen, wie hier? Nee. Hier hin. Damit die jemand malen kann. Oder nicht? Oder... Okay. Oder sie muss... Hier hin? Hä, wo muss sie hin? Jetzt gedacht, dass das in der Mitte sein muss. Aber irgendwie ja nicht. Hier hin? Auch nicht. Hä? Okay, jetzt steht die Vase auf jeden Fall da. Wo die Vase da auch steht. Oder muss ich die irgendwie vor die Tür schieben oder so? Das war wirklich... Hä? Sonst ist ja jede Tür zu. Warte mal, sind jetzt zwei dieser... Wo kommt das andere Gemälde her? What? Ja, hiermit kann ich ja nichts mehr machen. Ja. Ah, okay, wir werden mit unserem Leben bezahlen, wenn wir das Display anfassen oder so. Kein Hinweis, wo die Vase hin muss. Ja, es fühlt sich an, als wäre hier jemand. Aber was muss... Hä? Ich hätte jetzt so gedacht... Ah, ich hab's gerade gesehen, da waren so eine kleine Mini-Löcher auf dem Boden. Da war ein Geräusch, ja. Oh lol. Hallo. Was ist das? Was? What the thing? Ah, hier. Ach genau, war das hier auch schon eben so? Ich denke nicht, dass es das war. Okay, aber... Ah, okay, Moment. Jetzt könnte ja vielleicht hier hinten ein Kopf fehlen. Ja, hier, okay. Und jetzt? Ja, jetzt fehlt da ein Kopf. Hat es vielleicht irgendeine Tür noch geöffnet? Oder so? Ja, das ist ja. Ah, Mann, ich wollte doch nur an ihr vorbei. Oder hat das hier vielleicht irgendwas?
geändert. Auch noch locked. Ja, da können wir auch nicht durchgucken. Ist auch nichts weiter. Hier vielleicht? Ah, okay. Die Tür ist jetzt offen. Ein... Okay. Ja. Oh! Hallo! Wenn das... Ja, wann kam das in den Raum? Kann ich dich... nicht zur Seite schieben? Hey! Was ist das? Cover your eyes. Stop, Gary, komm. Ja, richtig, Eve. Steht da wirklich Mai? Das war irgendwas. Da ist es mit mir übergegangen oder so. Wie sagt man das? Oh, wie sagt man das? Ist mit mir durchgegangen oder so? So, lass uns gehen. Ja, gehen wir. Können wir vielleicht nochmal in den Spiegel gucken? Jetzt ist er weg. Oh. Das sind nämlich, glaube ich, das sind Entscheidungen. Noch ein Bild. Okay, es ist da ein, aber ein Schlüssel auch noch. Kann die... Komm mal weg hier. Ja genau, schön weggehen. Komm her. Richtig. Ja genau, so ist gut. Das sind nämlich Entscheidungen, die uns auch noch... besser wirken lassen, glaube ich. Okay, Moment. Weil das, ja, hätte Gary die weggetreten, dann wäre das aggressiv gekommen, soweit ich das weiß. Hm, okay. Und das ändert das Ending, glaube ich, nochmal. Why not wrecked? Wenn du traurig bist oder bedrückt bist oder so, irgendwas, bla. Damit das nicht nochmal passiert. Oh. Ein, Pärchen. So. Ja, es zeigt einen Mann und eine Frau. Diese zwei sind... Was ist es, Eve? Warte, was ist los, Eve? Hä? Die Menschen in diesem Bild... Sind das deine Mom und dein Dad? Lol. Aber warum ist so ein Bild hier unten? Wo sind sie? Ha, okay. Kann nichts darüber sagen. Aber keine Angst. Sie sind irgendwo. Aha, you must have a tough kid. But this is even getting to her. Ich dachte, sie ist ein starkes Kind, aber das kommt auch, oder das bedrückt sie auch, oder trifft sie auch. Ein großes Bücherregal. Ich würde sagen, erstmal nicht. To not move it. Ja, genau. Es wäre besser, wenn wir es nicht bewegen würden. Okay, doch, wir bewegen es nach links. Ja, nice. Sehr gut. Können wir jetzt nicht hier reingucken? Das hat uns nichts gebracht, wie es aussieht. Die Tür will nicht aufgehen. Die Tür war sehr weit offen. Willst du mich verarschen? Ja, dieses Geräusch. Das kommt von draußen. Irgendwas ist da draußen. Sehr vorsichtig, Eve. Einfach hinsetzen. LOL. Okay. Okay, dann können wir jetzt... Wir müssen aufpassen, warten und... Nicht... Doch, dadurch. Okay, hier sind überall... Oh Gott, was ist das denn? Was ist denn hier los? Eieieiei. Okay. Das sollte nicht, das sollte weit weg, weit genug weg sein, denke ich. Showed? Wir haben sie gesehen. Oder so. Ah, okay, dann. Lass uns weitergehen. Yep. Was ist los? Bist du okay?
Ib, stay with me, was? Bleib bei mir. Jetzt, Ib, Ib! Was? Ich mache übrigens nichts gerade. Wir kriegen die Tür nicht auf, okay. Jetzt geht's ja auf, okay. Okay. Ah. Okay, er hat uns irgendwo hingebracht. Was steht da? Rise and Shine? Okay, wie fühlst du dich? Ich hatte einen Albtraum. Ja, ich sehe. You poor thing. Du bist ein armes Ding. Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Albtraumdingen. Oder solchen schlimmen Dingen ausgesetzt zu sein. Du weißt. Oder du verstehst. Ja, ich hätte dich aufwecken sollen. Es tut mir leid. Ich habe es nicht realisiert. Ib. Würdest du in meine Tasche einmal gucken, bitte? Was? Was ist denn? Oh! Schokolade! Süßigkeiten! Woo! Du kannst es haben. Sei frei, es zu essen. Oder fühl dich frei, es zu essen. Red's real hier. Oder wie? Lass uns hier eine Weile bleiben. Bevor wir wieder weitergehen. Ja, ich bin auch der Meinung. Okay. Nö. Ach doch, den... Nehmen wir mit, komm. Nehmen wir mit. Unausgefüllt, okay. Root of the... Okay, Regeln der Art Gallery. Keine lauten Konversationen, kein Fotografieren, kein Essen und Trinken. Nicht die Displays antatschen. Okay, also die Bilder, denke ich jetzt mal. Pens? Was steht da? Steht da Pens? No fountain pens. Okay. Kein... Verlassen. Niemals verlassen, alles klar. Erstmal unsere Rose platzieren, damit wir wieder ein paar mehr Leben haben. Ah, spaßige Bilder. Es ist gefüllt mit sehr vielen Bildern, okay. Oh mein Gott, thanks, Ib. Kein Ding. Should I eat the candy? Do you not like lemon flavor? Willst du das essen oder magst du keinen Limonen- oder Zitronengeschmack? Ah, das ist es nicht, okay. Eat it whenever you wish, okay. Ess es, wann du möchtest. Oder iss es, wann du möchtest. Es ist nur ein kleines Stückchen Süßigkeiten, aber es könnte dir helfen. I have to say... Ich bin nicht wirklich glücklich, dieser Raum war nicht weit weg. Ich denke, oder es sieht so aus, als würden die Bilder, die Lady-Bilder, nicht durch Türen gehen können. Und dieses Bild da hinten ist harmlos. Was ist los? Like a lady. Und wieso redest du wie ein Mädchen? Sorry for traveling you. Tut mir leid, dass ich dich in Gefahr bringe. Oder in Schwierigkeiten. Ich glaube, das nehme ich. Wieso entschuldigst du dich für das? You didn't do anything wrong. Du hast nichts falsch gemacht, Ib. Ich meine, keiner von uns... Oder keiner hätte das vorhersehen können, dass solche Dinge passieren. Komm, sei... weiß ich nicht, was Cheery heißt. Alles klar, okay. Disservice to your cute face to do anything else. Es ist ein Widerspruch zu deinem süßen Gesicht, irgendwas anderes zu tun. Sei wieder fröhlich, so. Das wahrscheinlich.
alles klar, okay. Mein Mantel sieht zerböllert aus oder sowas in der Art. Nein, das ist nur das Design. Okay. Have been wearing it for many years now. Ich habe es für viele Jahre getragen. Sag, Eve. Jetzt hier wirklich... Was? You've got pretty good fashion sense. Du hast dann wirklich einen guten Sinn für Mode. Ich meine, deine Klamotten. Quality, das sind so hochqualitative Klamotten, oder nicht? Deine Mutter... Hat deine Mutter sie rausgesucht für dich? Changes the fact of being a girl of good fashion. Ich glaube, das ändert nicht den Fakt, dass du ein Mädchen mit gutem Sinn für Mode bist. Okay. Oh, Eve, wie alt bist du? 9? Wow, das ist sehr, sehr jung. My art galleries are really enthralling at your age. Aber Kunstgalerien sind ungewöhnlich für dein Alter? Ich bin ein bisschen gelangweilt von ihnen. Jetzt wo ich darüber nachdenke, du warst die ganze Zeit alleine unterwegs, bis du mich gefunden hast. Da ist nichts. Du sneeze? Du sneeze nicht niesen? Okay. Ich bin heute früh aufgestanden, also fühle ich mich ein bisschen müde. Oder bin ich ein bisschen müde? Ich habe nach vorne gesehen, um zur Galerie zu gehen und dann das hier. Ganz ehrlich, ich denke, ich habe genug von Kunstgalerien. Weißt du, das erste Mal, dass ich eine blaue Rose sehe. Nicht mal in Blumenläden habe ich eine gesehen. Ich wundere mich, ob diese wirklich existieren. Okay. Ja, jetzt sagt er immer das Gleiche, oder wie? Ja, okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir speichern noch kurz und dann beende ich erstmal hier diesen Part. Wir sehen uns bei... das nächste Mal wieder. Haut rein.